Leute und willkommen Ben zu einer Runde Minecraft Let's Play Together mit der Benzel. Ich bin Ben. Letztes Mal haben wir hier diese Farm angefangen. Und billige Witze gerissen. So wie mit dem F3-mal, ne? Oh Gott. Ja, der war richtig geil. Der war nicht geil, der war einfach billig. Und billig. Oder baue ich mir hier mein Bett? Oh, ich baue mir hier mein Bett rein, Alter. So, jetzt habe ich's aber. Jetzt habe ich aber den Platz für mein Bett. Zäune. Zäune gehen doch scheiß kompliziert. Doch, ich weiß das. So wie so ein Wooden Gate. Weißt du noch, wie die gehen? Umgedreht. Ne? Umgedrehtes Wooden Gate, genau. Wie scheiße ist denn bitte das? Hier baue ich mir mein Bett rein. Ja, das wird so genial. Jetzt habe ich mich aber endgültig entschieden. Ist hier alles noch hin. Teurer geworden. Tja. Ich habe jetzt 27 Zäune. Bessere Version bedeutet mehr Aufwand. Okay, das wirkt alles noch sehr steinern hier, aber wir machen da noch was draus, wie gesagt. Das ist jetzt erstmal rein. Ach ja, die Fenster haben jetzt auch andere Farbe. Ich weiß, die kann man auch beliebig färben, ne? Je nachdem, welches Holz man nimmt. Richtig. Ja, okay. Ich glaube, das mache ich wirklich so, dass ich dann zack, zack, das dann von unten so abbaue. Was für eine schön gemütliche Schlafruhe hier. Junge, weiß nicht, das sieht irgendwie scheiße aus. Das ist jetzt so. Ich denke mir so, Junge, jetzt kommt der Erfolg, es sieht irgendwie scheiße aus. Oh, aber das passt jetzt. Ja, geht eigentlich. Wenn scheiße aussieht, dann passt es. Ja, da ist mir noch nichts eingefallen, aber ihr sollt ja auch eure Meinung da setzen und ich schlachte jetzt Schweine, wie ich gesagt habe in der letzten Folge. Nein, du Schweineschlechter! Ich schlachte jetzt einfach alle Tiere, die in der Umgebung sind. So, letzte Woche. Wusstest du, dass wir. Alter. Ja. Ich gehe jetzt mal kurz. Wir haben einen riesigen. Zwei riesige Oakwood-Bäume. Direkt neben uns. Okay. Ich sollte mal hier meine. Letzte Folge habe ich die billigen gerissen. Das heißt, jetzt bist du dran. Aber du weißt doch, ich reiß nie gern die billigen. Ich nehme geht immer billiger, die. Ich nehme immer nur die aus dem Aldi, das weißt du doch. Die sind ja auch nicht billig bis zum geht nicht mehr. Nein. 2,50, ich habe Preise gesteigert. Oh wow, 2,50 kannst du nicht mehr leisten, oder was? Oder was? I got YouTube money. Alter. Hör auf mich anzulegen. Okay, jetzt habe ich nur noch ein Hammelfleisch. So langsam solltest du zusehen. Schlachte sie! Bring sie alle um. Ich bin dein Meister. Ich befehle es dir. Und jetzt ich kann jetzt irgendwie auch vor dir alle zu schlachten. Geht ja auch nicht mehr anders. Sie haben uns dazu gezwungen. Sie haben uns keine Wahl gelassen. Weiß eigentlich mal, wir wollten Frieden mit denen. Frieden, Mann. Aber sie. Ach, die. Sie wollten ihn nicht. Die haben uns bedroht, sie haben uns angegriffen. Die Schweine, richtig. Die wurden zu Pick-Zombies. Und sind ausgerüstet. Ich weiß nicht, ich hab's vom Fetisch dazu, Pick-Zombies zu sagen. Pick-Zombie, Junge! Ja, Leute, Mann, da wisst ihr's. Da habt ihr's gehört. Flo hat einen Fetisch. Für Füße immer noch. Mann, Junge, ich bin Herr von und zu King Kullermann. Hast du eigentlich immer noch den Fuß? Also, jetzt mal ernsthaft. Hast du wirklich einen Fußfetisch oder hast du das damals nur so gesagt, damit du lustig bist? Ich hab keinen Fußfetisch. Irgendwie ist das ein Zeichen. Ich hab hier so ein umgedrehtes F in der Kammer. Das soll wohl bedeuten, Flo wird irgendwann böse. Er kehrt zur Kehrseite. Alter, das ist voll creepy. Genau auf der Decke liegt so ein F. Aus Dirt. Ich glaube, das behalte ich in der Decke. Das sieht so schön aus, ich mag es. Nein, es ist so mysteriös. Aus, ne? Einfach anders irgendwie.
Das rahmst du ein und hängst es hier in so einen Bilderrahmen, ne? Ja, so ähnlich. Ich baue jetzt einfach Kobbel drumherum. So ähnlich halt, ne? Ja, ist genau dasselbe. Als wenn ich nicht mit Kobbel umrahmen würde. Ja, das wäre voll der Unterschied, sonst hättest du es ja nur ersetzt. Korrekt. Ich könnte es auch mit Kobbel ersetzen, aber ich glaube, dann sieht man es nicht mehr. Ich weiß nicht, ich töte jetzt eiskalt alle Schweine in der Umgebung. Ich hoffe, davon haben wir genug. Hast du denn welche eingefangen? Nein. Alter, dann fang welche ein. Ja, genau, ohne Karotten. Ja, dann such ein Dorf. Oder ich gehe bald mal auf Dorfsuche. Weißt du was? Das kann ich machen. Ich bräuchte nur einen Kompass. Super von dir. Du bist endlich mal produktiv. Ich bin produktiv, Alter. Guck dir meine Höhle an. Guck dir mal an, wie die vorher aussah und guck dir die mal jetzt an. Okay, pass auf, ich komme da gleich rein. Und wehe, ich sehe denn da einen Haufen Scheiß. So, 29 gebratene Steaks gleich. Wer ist produktiv, hä? Oh, der eigentlich ist echt schön. Oh, ist echt schön. Aus da! Oh, das ist echt schön. Warum kommt mein Bett hin? Oh, sieht das scheiße aus. Ganz unten, meine ich, wenn du so wirklich so richtig nach unten gehst, Alter. Ja, komm, da bin ich auch noch nicht gewesen bisher. Da musst du dich beeilen. Muss ich mich beeilen? Leck mich am Arsch. Ich gehe jetzt gleich auf Erkundungstour und suche ein Dorf. Ich werde es euch allen zeigen. Ich leck dich lieber an deinen Füßen, Mann. Er vergewaltigt mich hier am Let's Play. Schamlos vor allen Zuschauern. Richtig. Das ist korrekt. Wir machen das so, lassen das so und bauen da dann. Stein! Ja, da kommt mein Bett rein. Ist es wieder Nacht? Sag mal, wenn es Nacht wird. Ich brauche jetzt eine Kiste für allen möglichen Kram. Damit können wir uns nachher schon unseren Rahmen für unsere kleine Feste suchen. So. Ich hab noch ein bisschen Holz. Scheiße, das sind nur 6 insgesamt. Ach, fuck. Darf ich dich mal um 2 Holz anhauen? Digga, Mann, was willst du von mir? Okay, ich geh's mir selbst holen. Alter, ich bin fast pleite, Mann. Ich habe nur noch 1, 2 und ein halbes Stack. Schön. Sieht gut aus. Unverarbeitetes Holz, Mann. Sieht gut aus. Das sagst du nicht von mir. Bei Jesus. Warum ist mein Haus hier voll unscheinbar? Man weiß überhaupt nicht, wie tief das reingeht. Ja, finde ich so gut. Wenn das fällt total auf, dann ist es total unauffällig. Das ist ja auch nur das erste jetzt im Moment. Das einzige, Mann. Ja, mein erstes und einziges jetzt aufs erste. Du hast das Recht, nur eins zu bauen. Ich habe das Recht, dir eins aufs Maul zu geben. Das auch, aber darüber reden wir gleich. Nach der Aufnahme, ich komme gleich rüber. So, ich nehme Pfeile mit, ich habe keinen Bogen. Ich nehme Stöckis mit, ich nehme ein paar Kohle mit. Hashtag Baseballschläger. Hashtag Bzzballschläger. So, das nehmen wir uns mit. Das ja, du bist gar nicht so ein dummer Junge, wie ich gedacht habe. Dumba. Dumba, rumba, rum. Dumba, Habibi, Habibi. Ich gehe jetzt gleich auf Erkundungstour. Wie gesagt, wenn ich keinen Kompass habe, dann muss ich einfach straight in eine Richtung gehen. Hast mich. Ich habe Koordinaten. Ja, okay, aber das ist doch geschummelt. Irgendwie. Geschummelt. Hast du denn ein bisschen Fleisch jetzt für mich zumindest, dass ich denn losgehen kann, erfolgreich? Guck an den Ofen. Ich brauche nur ein bisschen Fleisch, ich gehe nicht auf lange Erkunden. Warte ganz kurz, es wird Nacht. Ich muss mein Bett umstellen. Solange es Nacht ist, muss ich das ausnutzen. Jetzt zum dritten Mal, mein Bett umstellen. Aber auch das letzte Mal, jetzt habe ich hier epische Bettgegend. Ach ja, ist das kuschelig hier. Oh, Kobbel. Leg dich auch nochmal hin. Jo, ich bin. Um, warum, warum? Dann wollen wir jetzt schnell ein bisschen Fleisch abkrabbeln und dann
Das für dich! Hol's dir! Mein Gott! Sag doch, dass du was nach unten schmeißt, danke. So, es muss reichen. Ich gehe jetzt einfach straight in die Richtung deiner Burg, ne? Aber ess nicht so schnell, ess nicht so viel, denn das ist teuer, Mann. Das ist. Ich weiß, ich werde fett. Jetzt voll Ware, Mann. Wertvoll. Ich bring vielleicht ein bisschen Fleisch mit. Ja, das wäre gut, wenn du Schweine in der weiten Entfernung schlachtest, weil die sparen hier und töten da. Oh, da steht noch ein Skelett. Verschwende meine Energie nicht schon jetzt an minderwertige kleine Knochenhaufen. Okay, hier ist ein Wald. Da ist ein brennendes Skelett. Oh, ein pinkes Schaf! Ich hab ein pinkes Schaf gefunden! Oh, ich hab Kürbisse, ich hab Kürbisse, ich hab Kürbisse! Jetzt fehlt uns nur noch Hühner. Jetzt fehlt uns ein Dschungel, damit wir auch noch Melonen kriegen. Alter, gib mir Kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Mir fehlt ein Zaun. Wenn ich Hühner sehe, dann bringe ich welche mit. Hast du Seeds? Man kann sich aus dem Kürbis welche machen. Das wäre eine Idee, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich den ganzen Weg hierher springen soll. Wow, ich bin jetzt gerade eine Ewigkeit am Essen gerade gewesen. Wieso? Wieso muss jetzt nur dieser scheiß Dings-Zaun so teuer sein? Oh, das Pilz! Ich bringe auch noch ein bisschen Hühner! Okay. Mission complete. Ich hab Chickens gefunden. Wo bist du lang? Du bist in Richtung meiner Burg, dann komm ich dir mal entgegen. Ja, dann weißt du was, dann hol du die Hühner. Ich geb dir einen Kürbis oder Samen davon. Ich habe nämlich auch noch Pilze gefunden, die wollte ich mir eigentlich kaufen. Achso, dann ist gut. Du siehst ja dann meinen Namen, ich bin in der Nähe der Hühner. Die stehen auf so einem Berg. Bist du weit gelaufen? Ich bin hier hinten direkt in so einem Fichtenwald. An so einem Berg, an so einem großen. Großer Berg, okay. Ich stell mich auf den Baum, dann siehst du mich. Sag, wenn du so einen Berg mit Schnee oben drauf siehst. Hab dich. Hast du eine Schaufel? Nee, noch nicht. Aber ich könnte mir theoretisch eine craften. Ja, ich auch. Okay, hast du die Hühner Schnee gefunden? Ich stehe jetzt direkt bei den Hühnern. Wo bist du? Schneemänner können wir Schneeblöcke machen. Schneeblöcke schmelzen nicht und sehen einfach nur geil aus. Wie gesagt, kommst du mal her, hier die Hühner abholen schnell. Oh, da ist ein Bunny in schwarz-weiß. Das ist ein schwarz-weiß geflecktes Bunny. Wie kann man die tilgen, Alter? Oh, sind die süß. Wo bist du? Ich will das auch sehen. Ja, wo bist du? Ich dachte, du hast mich schon gefunden. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin... Ist da irgendwie Wasser, wenn man da runter geht? Nee, ich bin nicht das Wasser runter. Ich bin am Berg entlang oben. Oh Mann, wie es einfach zu Tode leckt. Ja, ich krieg gleich wieder Schaden. Jeden Moment. Warte, ich bleib am Wasser. Da sind irgendwo rechts von dir pinke Schafe. Links von dir. Ach, guck mal, hier unten sind auch Hühner. Im Wasser. Muss nur das Wasser lang schwimmen. Wo bist du? Sag mir jetzt deine Qualis. Ich sitze jetzt im Wasser. Okay, dann. Wo bist du? Im Wasser in der Nähe der Hühner. Qualis, Alter, wo bist du lang? Wo bist du gerade? F3, drück mal F3. Ja, ich bin in F3. Ja, x minus 175 und jetzt minus, ja, genau in Richtung der Festung. Ja, in Richtung deiner Festung von meinem Haus aus, also schräg. Ja, da ist ein pinkes Schaf, da ist ein Bunny. Ja, hier beim pinken Schaf bin ich. Ich bin bei pinken Schafen. Wo bist du? Da bist du! Da unten sind die Hühner im Wasser! Ich hab Hühner! Ja!
Okay, gut, ich gehe jetzt weiter. Die folgen mir nicht. Und du weißt aber, dass wenn ich jetzt auf Erkundung gehe, dass wir noch mehr aufnehmen müssen, oder? Weil ich sonst nie wieder zurückfinde. Wir haben 15 Minuten. Das schaffe ich. Ich will nur einen Dschungel mit Melonen. Hühner folgen einem nicht mehr mit Samen. Nicht mit Kürbissamen, glaube ich. Ich hab normale. Oh, hier ist auch ein Baby Bunny. Ich hab hier ganz normale Samen und die folgen mir einfach nicht. Wie kann man die tame, Alter? Oh, das ist so süß. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Lol, es leckt aber auch gerade. Ein bisschen. Drauf. Ich krieg gerade auch kein Holz. Du bist gerade rausgegangen. Ah. Ja, ich weiß. Warum? Warum bist du rausgegangen? Im Let's Play. Um zu testen. Digga, man leckt mich, ich brauch Hühner am Land. Im Wasser folgen sie einem nicht? Ja, aber das dauert Jahre, bis sie dann bei mir sind. Ach Gott, heil doch. Da sind Kühe. Ja, ich habe auch Kühe. Und Schafe und Schweine, alles an einer Stelle. Die Stelle ist gemerkt. Alter, wie traumhaft schön das hier hinten nachher noch wird. Boah. Schlimm ist das eine Huhn, ne? Das ist hier so. Steht hier so eiskalt. Ich reagiere nicht. Flo, was hattest du jetzt vor in der Minecraft-Welt? Neben Hühner holen. Ich bin zu dumm zum Hühner holen. Ich hab jetzt Eier machen. Ich hab kein Essen mehr. Warum hast du mir denn alles gegeben? Ich hätte auch die Hälfte behalten können. Junge, das war doch nicht mal alles. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich jetzt aus diesen drei Eiern ein Hühnchen rauskriege. Und mit einem Hühnchen. Na, wenn nicht, dann weißt du, wo du hin musst. Um die Hühner wieder abzufahren. Wenn sie denn nicht ertrunken sind. Was hattest du denn jetzt noch für den Rest von dieser Minecraft-Folge vor? Wir müssen noch beenden, ne? Ja, deswegen meine ich ja, weil sonst könnte ich meine Folge länger machen, weil bei mir dauert es ja nicht so lang zum Hochladen, weißt du? Dann laufe ich hier noch weiter rum und erkunde. Nein, sowas machen wir nicht. Ja, wieso doch nicht offline? Nein, du nimmst auch nicht... Jetzt bin ich rausgeflogen! Jetzt weiß ich nicht, wo ich wieder herkomme. Alter! Warum bist du raus? Ja, bei mir stand gerade Server closed. Alter! Er lässt mich nicht mehr raus. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Oder? Bleibt uns denn was anderes übrig? Nein. Warum hat er denn closed? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht auf den Server reachen. Er ist offline. Na gut, dann tschö, ihr krassen Mützen und geilen Hüte. Was? Damit was? Ich noch die Erklärung habe, das ist ja so eine Seite mit Werbung. Und es laufen gerade zu viele Server. Okay, na dann. Haut rein, ihr krassen Mützen und geilen Hüte. Wir sehen uns beim nächsten Jahr wieder. Ja. Tschö. Tschüss.